So, man sieht die Zeit und ich habe persönlich Zeit, um diesen Videoclip zu machen. Der Videoclip heißt heute Digital frisst analog. Ja, wir Menschen sind analog und haben bald keine Arbeit mehr, weil alles digital und alles digital abgehandelt wird. Arbeit haben wir erst dann, wenn das Digitale wieder stirbt und wir Analogen wieder ran müssen, um das Digitale zu reparieren, an den Start zu bringen oder halt selber wieder analog zu arbeiten. Aber wir sind mittendrin. Heute mal nicht so viel Digitales hier. Auch keine zu hohen digitalen Effekte, weil wir leben jetzt im digitalen Zeitalter. 1966 die Idee, muss sagen, jetzt, wo uns alles eingeholt hat, die Zeit mal genommen, um mal zu sehen, digital frisst analog. Wie ich das gelesen, mir das angehört und auch die Politiker, besonders die Linken, die Grundeinkommen fordern deswegen. Ja, stimmt. Wir alle brauchen Grundeinkommen. Jeder Einzelne von uns braucht Grundeinkommen, damit er später in der sogenannten digitalen Welt überhaupt leben kann. Wenn wir jetzt den Maschinen Vorrang geben, wir leben jetzt in einem Zeitalter, wo die Maschinen vorrangig sind. Wir lieben Star Wars, wir lieben Star Trek und zu Star Trek komme ich zum Abschluss. So, wir leben, habt ihr ja selbst gesehen, so im Star Wars Fieber, alles digital, alles mystisch. Gut, Star Wars ist Gott sei Dank noch ein Märchen. Viele verändern das Märchen selbst. Viele leben in diesem Märchen und viele sind darin verwoben und kommen kaum noch raus. Sie sind Star Wars geworden. Gut, sie sind halt in dem digitalen Fieber. Sie sind das, was sie immer sein wollten. Und vergessen das Analoge. Das Analoge ist der Mensch, der in Fabriken, Kaufhäusern mal tätig war, wo Tausende von Menschen gearbeitet haben, in Kaufhäusern, ja, in diversen Handelsketten waren viele Menschen, wie auch Fabriken. Fabriken, so gut wie keine mehr hier im Umkreis, wirklich Zeit genommen, 3 Tage Zeit genommen und nur Stille erlebt, wirklich. Ein Radius von 200 Kilometer, ich wollte gar nicht weiter, weil die anderen Kilometer kannte ich schon, da ist gar nichts mehr. Ja, im Raum Sauerland ist Stille, ist schön grün, aber Stille. Richtung Frankfurt ist auch Stille, besonders am Wochenende. Also in einem Radius von weit über 200 Kilometern, Stille. Nicht mehr allzu viel los. Und Kaufhäuser schon mal gar nicht. Andere Städte, da wuselt das Leben, ja, weil diese Stadt ziemlich komplex, ziemlich klein, man fährt rein, hält an, geht eben einkaufen, fährt wieder raus. Die Fahrt selber macht ja unheimlich viel Spaß, um zu einem anderen Ort zu kommen. Das Ganze, was man drumherum sieht, wenn man richtig fährt. Nicht stur auf einer Autobahn und nur Gas gibt und nur überholt. Nee, nicht zu gemütlich fahren, aber so fahren, dass es einem Spaß macht, irgendwo hinzufahren, um dort einen neuen Ort, naja, mittlerweile alten Ort, kennenzulernen. Ja. Anhand der Jugend festgestellt, da die ja nur noch digital leben, die sind ja an allen Orten, aber nie persönlich. Und wenn sie persönlich an anderen Orten sind, dann haben sie natürlich eine Elektronik in der Hand und lassen uns an diesem Ort mit daran teilhaben. Toll. Trinken da irgendwo in der Karibik, ganz alleine am Strand, einen Cocktail, senden es uns. Toll. Toll. Ich sitze hier, ja, bei der Arbeit und sehe zu, wie Töchterchen einen Cocktail an der Südsee trinkt, aber alleine. Ja, ich meine, kaum einem fällt es auf, dass er alleine ist. Ja, ist, weil er ja nicht mehr alleine ist. Er muss ja nur an sich das Handy aufmachen, WhatsApp oder egal, Facebook oder egal. Auch Fernsehen gucken kann er, 24 Stunden, meistens Schrott, fällt nicht auf, ist ja kostenlos. Ja, alles mal getestet, wirklich alles mal getestet, mal die gesamte Elektronik hochgefahren. Und dann hatte man alles. Ja, man konnte für Fernsehen gucken. Ja, das ist kein Scherz. Ich fand es toll, weil ich hätte mal gewissen Leuten zugehört, sag ich, ist mir noch gar nicht aufgefallen. So, aber ich habe mich wirklich mal 3 Tage in die Welt der Elektronik einfließen lassen. Ich, analoger Mensch, war dann im Digitalen verwoben. Meine lieben Freunde, ich habe sogar Essen vergessen.
Ja, ist wahr. Die Zeit ging flöten. Deswegen lasse ich die Zeit da jetzt da oben mal laufen, weil es ist ja jetzt auch digital. Ich sitze jetzt analog in einer Welt des Digitalen, spreche in eine digitale Kamera mit 5.1. Dolby Surround wird aber kaum genutzt, weil ich ja jetzt keine Effekte drumherum habe. Könnte ich aber machen. Das ist ein Steadicam, da könnte ich sogar rennen mit. Ich könnte jetzt richtig Action machen. Wäre mit dieser Kamera alles möglich. So, worauf möchte ich hinaus? Die neueste Zeit. So, mir ist aufgefallen, anhand durch Star Wars und durch den ganzen Monat Star Wars, was um einen herum ist, wenn man sich da rein begibt. Ja, dann kommen ganz viele, wollen einem was verkaufen, 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 kauf bloß. Heute Morgen durch Zufall, Elbenwald, ist auch eine Firma, die Firma Elbenwald, wollte unbedingt einem diese Trackies verkaufen, ja, diese Communicator. Ja, Communicator haben wir schon damals verkauft, in den 70ern. Ist reines Spielzeug, da ist keine Funktion, das ist nichts. Mir fällt auf, dass wir nichts kaufen. Das ist nichts. Ist nichts wert bewegen. Ist ein Püppchen. Ich bin aus dem Alter raus, wo ich spiele. Ich habe mich gerade gefragt, wenn ich mir einen Dioramen baue. Dann bauen wir einen Dioramen mit, sagen wir mal, 100 Stormtrooper da oben, den weißen Karton über mehr. 100 Stück davon. Brauchen wir nicht reden, das sind über 2000 Euro. Fast 3000 Euro, wenn ich mir 100 Stück. So, baue mir einen Dioramen jetzt ins Fenster, 3 Meter. Und setze jetzt überall diese Figuren hin. Schön aufgereiht. Ja. Mittendrin Darth Vader. Gut, wenn ich die erste Ordnung nehme, dann muss natürlich der Kylo. Okay, dann käme der Kylo vorne. Der Kylo mit seinem, ne, Direktor da. Ja. So, die beiden würden da stehen oder er alleine, je nachdem. Ich würde also die Szene nachbauen mit, sagen wir mal, 100 Figuren, 200 Figuren. Meine lieben Freunde, ich wäre 5.000 Euro los, wenn ich das jetzt in gutem Zustand hinstelle. Ich stelle im Schaufenster eine wunderschöne Geschichte, ein Diorama, und habe 5.000 Euro ausgegeben. Alles klar? Alles klar. 5.000 Euro. Mhm. Glaubt ihr wirklich, dass ich die jemals wieder bekäme? Glaubt ihr doch selber nicht, oder? Seht ihr? Darum muss ich schon schmunzeln, was so abgeht in der Welt des Digitalen. Also die Überschrift hieß, digital frisst analog. Ich, analoger Mensch, werde jetzt analog die Tür öffnen und mit anderen analogen Menschen hier im digitalen Raum arbeiten. Den ganzen Tag. Und da ich mir sehr viel Zeit genommen habe am Wochenende, habe ich mir alle Geschichten mal so angesehen. Star Trek mit dem Anfang, Buckaroo Band und so. Flash Gordon. Hm. Und dann Star Wars. Das Schöne an den Digitalen ist, man kann das ja abrufen. Ja, man kann das wirklich abrufen. Man kann in dem Moment, wo man anfängt abzurufen, ja, um irgendwas zu lernen, hinterfragen, vergeht die Zeit. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Vergeht die Zeit und dann ist man aber nachher schlauer. Man hat in dieser Zeit sehr viele Informationen bekommen und festgestellt, wow, da stimmt was. Digital frisst analog. So, wenn wir das Digitale zulassen, das digitale Zeitalter, nur noch digital, dann fragt sich irgendwann das digitale Zeitalter, brauchen wir überhaupt noch die Analogen? Mal drüber nachgedacht? Also wir sehen ja sehr viele Sci-Fi-Filme. Apocalypse Now war damals ein richtig schöner Kriegsfilm mit Vietnam. Peng. Aber heute heißt es Terminator, fast dasselbe. Ja, kommen Maschinen. Maschinen denken sich, wow, wir brauchen keine Analogen mehr, weg mit denen. Ja, wir marschieren. Der Terminator in allen Variationen. Ja? Oder Spezial und. Wir sind immer noch kämpferisch. Wir sind immer noch kämpferisch, anstatt irgendwie anders zu sein. Worauf ich hinauszielen will, ist digital frisst analog. Denkt mal bitte drüber nach. Das ist mal so einen kleinen Videoclip anders, hat jetzt nichts mit Star Wars, Star Trek zu tun. Mir ist mal aufgefallen, diese große Seifenblase, in der wir so leben. Da wir ja digital, wir kennen ja nur noch Amazon. Amazon kaufen. Ja? Wenn du das hier kaufst, musst du ein Buch dabei kaufen. Dann kaufst du noch ein Buch dabei, dann brauchst du kein Porto bezahlen. Ich kaufe also ein Buch, kaufe Tempo, damit ich Tempo aber keine Dinges bezahle, kaufe ich ein Buch, damit die Kosten... Ah, Leute, das ist alles, denkt mal drüber nach. Digital frisst analog. Wenn ihr das zulasst,
dass das Digitale euch wegfrisst, dass ihr wirklich in einem Aberglauben, in einem Kaufrausch des Aberglaubens, ihr kauft etwas, um Porto zu sparen, kauft ihr noch was dazu. Ja? So, das Teil ist immer umsonst, wenn ihr das kauft, braucht ihr da kein Porto bezahlen. Irre, ist absolut irre. So, dann habt ihr nachher 1000 davon, was ihr überhaupt nicht braucht. Okay, Bücher kann man verkaufen, Bücher kann man lesen, ist in Ordnung, aber trotzdem, ihr habt mehr Geld ausgegeben wie vorher. Genau wie Prime. Meine lieben Freunde, Prime bedeutet noch lange nicht, dass ihr weniger zahlt. Nein, ihr zahlt viel, viel mehr. Und übrigens, Amazon ist nicht das, was ihr glaubt. Amazon ist ein Marktplatz, das ist richtig. Aber auf diesem Marktplatz müsst ihr wirklich hinschauen, damit die Ware, die ihr bekommt, auch Ware ist, wofür ihr euer Geld im Analogen verdient, in den digitalen Rachen schmeißt. Mir ist viel aufgefallen. Und deswegen bin ich heute mal so ein bisschen kritisch unterwegs. Wer dieses Video sieht, sollte einfach mal drüber nachdenken. Nicht einfach wahllos jetzt drauf. Ja? Digital frisst analog. Einfach mal drüber nachdenken. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt fast 15 Minuten hier verbraucht, um euch diesen Videoclip zu machen. Ich mache jetzt auf, lebe jetzt in dieser analogen Welt, benutze das Digitale. Ja, mal schauen, was da so rauskommt. Ja? Ich habe, also wie gesagt, im Moment ist leider kein Star Wars. Man versucht, uns Star Trek wieder zu verkaufen. Ist klar, weil Star Wars boomt gerade, meint man. Es boomt gar nichts. Es ist ziemlich ruhig alles. Glaubt es mir. Ich habe es analog kontrolliert. Ich habe analog die Welt analog kontrolliert und bin analog in die Welt des Digitalen. Es ist ruhig. Schäumt nichts auf. Wir leben jetzt im Moment in einer ziemlichen Ruhe. Und ich hoffe, die Ruhe bleibt. Und wir erleben uns nach den großen Ferien wieder. Das bedeutet in 8 Wochen. Bis dahin, denkt mal drüber nach. Digital frisst analog. Ja, ist so. So, beachtet mal die Uhr. Ne? Heute Morgen kurz angedacht, digital frisst analog. Irgendwie, wenn man so mit einem Text anfängt, digital frisst analog, irgendwie kommen dann auch die Kunden so, obwohl nicht abgesprochen, mit niemandem wird irgendwas abgesprochen, stellt sich aber heraus, dass digital wirklich das Analoge auffrisst. Wir haben heute sehr viel analog gerade auch so eben gesprochen, natürlich philosophieren tagtäglich über Star Wars, auch gerade eben haben wir mit Kunden über Star Wars philosophiert und natürlich über Film überhaupt, auch über die neue Mumie, die hat keine so gute Kritik bekommen, wie auch Karibik ist irgendwie untergegangen, Karibik war da, aber irgendwie untergegangen, irgendwie gehen einem da so an einem vorbei oder aber man hat wirklich zu sehr sich mit Star Wars befasst, kann sein. Na, also wie gesagt, hier ist ja immer noch die Hochburg mit Star Wars, wir treffen uns und philosophieren, gerade wie gesagt vor ein paar Minuten auch über Star Wars philosophiert, wie, welche gute Zeit wir hatten ab die 70er aufwärts und dass heute einige Filme nachgemacht werden, die dann zu flach sind, wie zum Beispiel Die Mumie 1932 mit Karloff, war ja schon ein toller Film auf eine Art, zu der Zeit, wie wir die in den 50, 60, 70er Jahren gesehen haben, die alten Filme, da wurden die uns ja ziemlich oft im Fernsehen, oder wir konnten im Fernsehen sehr oft diese Filme sehen, was heute nicht mehr so ist. Also es macht immer noch Spaß, das Märchen Star Wars zu erleben. Wir freuen uns wirklich auf Episode 8. Es kann auch an der Situation liegen, dass momentan das Wetter, also so eine Art getarnter April, ist kein richtiger Juni, ja, ist kein richtiger Mai. Das Wetter ist, zwischendurch kommt die Sonne, zwischendurch hascht man, also erhascht man die Sonne und legt sich nieder bei Cocktail und so weiter und so fort. Aber überwiegend digital, alleine. So wie ich jetzt hier digital alleine, weil die Kunden sind analog jetzt im Moment nicht da. Und wenn man sich so alles anschaut, auch die Figuren anschaut, überhaupt sich das Ganze anschaut, im Moment herrscht oder ist eine merkwürdige Atmosphäre in der Luft, die sich widerspiegelt, irgendwas ist, keiner weiß es richtig genau, so richtig Lust und Laune hat man auch nicht. Man merkt richtig, dass die Stadt, das Land, wo man lebt, irgendwie im Minus ist. Man hat Rechnungen und staunt, wo kommt die denn her?
Die GEZ, die keine richtige Gebührenzentrale ist, will ganz viel Geld. Die IHK, da fragt man sich auch, was will ich mit der IHK? Das ist auch so eine Geschichte, das sind Menschen, die wollen einem das Geld wegnehmen für eine Frage, wofür? Kriegt man keine Antwort. Ja, Fernsehen sowieso nicht, Fernsehen ist ein Grundrecht. Wer für das Grundrecht sowieso Gebühren erhebt, kann was nicht stimmen, das ist eine faule Aussage, weil das Grundrecht schon alleine Informationen sich zu holen, Informationen zu verarbeiten, ist ein allgemeines Recht. Und für ein allgemeines Recht bezahlt man nicht, das steht ja schon in den 1 und 2 Grundrechtsartikeln. Ja, egal. Wie gesagt, das, was jetzt hier so abläuft, Artikel 5, Artikel 19 im Menschenrecht, des freien Äußern, sich frei äußern, über Meinungen bilden und all sowas, darüber auch sinnen, nachdenken, zu gucken, möge die Macht erwachen. Bei Star Wars, jetzt auf einmal kommen die da mit Star Trek, ist klar, es geht natürlich ums Geld. Es geht immer ums Geld, wenn Star Wars hypt im Moment so ein bisschen, also man tut so, als würde Star Wars hypen. Im Moment hypt da gar nichts. Aber es war eine schöne Geschichte, 40 Jahre Star Wars, und es machte Spaß, da den gesamten Mai mal so in so einem Star Wars Fieber zu sein. Sich die Figuren zu besorgen und so weiter. Viele machen es, viele nicht. So richtig, also digital. Wir haben 5% Reiche und 5% Superreiche. Das sind also 10% der Weltbevölkerung, die also reich und superreich sind. 10% mal mehr, mal weniger. So. Auf der anderen Seite haben wir 5% Armut und Superarmut. Ja? So, das sind zwei Komponenten. Ja? Zwei Magnete und wir in der Mitte rotieren. Wir rotieren, natürlich möchten wir alle reich werden. Reich und superreich, da denken wir jeden Tag drüber nach, wie können wir reich und superreich werden? Oder wie können wir uns annähern? Ja, die Annäherung schon, der Gedanke der Annäherung, reich zu werden, beinhaltet ja schon den Druck von Armut und Arm. Dieser Druck, der herrscht jeden Tag, keiner will arm oder ganz arm werden. So, und wenn man dann mittendrin ist, in diesen 80% Rotation, ja, zwei Komponenten greifen uns an, ja, eine stößt uns ab und eine zieht uns an, und das ist meistens reich. Also ich hatte vorhin meinen besten Kollegen hier, der geht auch schon weit an die 70, sagt er auch, ich träume vom Reichtum. Ich habe gestern Abend noch im Bett gesessen und habe mir gesagt, heute Abend wieder die Lottozahlen, er macht gerade Lottozahlen für 7,50 Euro, spielt er Lotto und will dann hoffen, dass das mal Millionen werden. Grüße, hallo. Also, Philosophie digital frisst analog, bleibt bestehen. Philosophie, Star Wars und Star Trek. Man versucht ja jetzt unbedingt Star Trek so ein bisschen zu animieren, wieder ins Leben zu rufen durch die neue Serie. Ich frage mich jedes Mal, wann kommt denn die neue Serie? Discovery, glaube ich, heißt die. Manchmal lese ich, sie gibt es schon, dann gibt es die nicht. Und dann, also, Enterprise, also die erste. Ja, mit Archer, die hat mir persönlich gefallen. Die erste, die ich damals gesehen in den 60ern, ist klar, als Jugendlicher hat man mir das ja andauernd, konnte man ja einmal in der Woche ein so ein Filmchen sehen. Ich weiß heute, nach so vielen Jahren, nach über 40, 50 Jahren Star Trek, Star Wars, weiß man ja die Wahrheit, wie alles entstand, wo es herkommt, was man beabsichtigt hat. Die Wahrheit ist nun mal ganz einfach. Film bedeutet Geld verdienen. Film bedeutet Geld ausgeben und Film bedeutet etwas Nachhaltiges der Bevölkerung geben. So, und wenn wir so sehen, was daraus geworden ist, R2-D2, BB-8, 3-3PO, die Mech-Droiden und das Ganze, wenn man sieht, die Hauptakteure Luke, Anakin, Leia und so weiter, Qui-Gon, ja? Maul und so weiter. So, und jetzt auf einmal kommen die nächsten, die man versucht uns zu geben. Ja? Ja, kann man so annehmen, kann man auch nicht. Also es gibt ja welche, die nur die ersten 4, 5 und 6 Ende aus. Manche fragen auch, wieso wusste Anakin, nein, nicht Anakin, sondern warum wusste Obi-Wan Kenobi nicht, wer R2-D2 ist. Hm? Zum Beispiel, er hat ja jahrelang damit gekämpft. Hatten ja jahrelang gehabt, die hätten ja sofort erkennen müssen. Ne?
Gut, einige philosophieren dann, ja, aber die Wahrheit ist, George Lucas hatte 1, 2 und 3 gar nicht zu dem Zeitpunkt eruiert. Er hat ja gar nicht sich drüber gedacht. Er hat mit 4 angefangen, 5 weitergemacht, 6 weitergemacht und dann war der erstmal und dann hat er halt verkauft. So, natürlich, 1, 2 und 3 hat er dann nochmal versucht auf den Weg zu bringen. So, und deswegen konnten die Schauspieler das alles gar nicht wissen. Deswegen sage ich auch, durch Rogue One hätte man ruhig die Leute leben lassen können, auch wenn man in 4, 5 und 6 von denen nichts mehr gehört hätte, aber sie haben ja. Sie wurden ja in 4 ja auch ganz kurz angedeutet, wie sie sich engagiert haben, mit welchen Verlusten sie diesen Todesstern gebracht haben und so weiter und so fort. Also wie gesagt, Rogue One und Teil 4 hat richtig Spaß gemacht, auferleben zu lassen, zu feiern. Ja. Und ja, jetzt ist erstmal Ruhe, wie gesagt. Heute war ja die Obrig digital, Frist analog. Könnt ihr so oder so sehen. Aber jedenfalls das Digitale vernichtet das Analoge. Und deswegen müssen wir wirklich mal drüber nachdenken, einer sogenannten Grundsicherung für alle. Und durch diese Grundsicherung für alle haben wir ein besseres Leben. Wir fühlen uns ein bisschen sicherer, weil keiner will betteln gehen. Ja? Keiner will abrutschen in die 5% Armut und Superarmut. Da unten will keiner in die sogenannten 5x5 oder 10%. Jeder möchte in die 10% reich, superreich. Ja, so in die Nähe, jeweils die Nähe. Und er sucht, also jeder sucht ja auch diese Nähe, dieses Reichtum. Man will ja bei YouTube zum Beispiel, will man reich werden oder bei DSDS will man reich werden. Man will reich werden. Ja? Ich möchte nicht reich werden, deswegen mache ich die Videoclips aus Spaß und ein bisschen, ja auch Spaß überwiegend und weil es Spaß, wirklich Spaß macht, in die Kamera zu sprechen, mit euch darüber mal nachzudenken, überhaupt zu denken, was uns das Ganze bringt, was wir da so tagtäglich im digitalen Bereich erleben. Besonders jetzt im Moment, wo jetzt so eine Art Sommerpause, das Sommerloch naht, die Ferien nahen und das Thema ist so gut wie erledigt. Es kommt erst im Dezember wieder auf uns zu mit Episode 8 und bis dahin ist noch lange hin. Ob ich dann zwischendurch noch Videoclips machen werde, ich weiß ich nicht. Über Star Wars bestimmt jetzt im Moment nicht, Star Trek auch nicht. Vanity Fair ist eine tolle Zeitung, einmal reingucken, euch die Bilder anschauen, haben wir ja auch schon alle gesehen. Da kommt aber demnächst ein wunderbarer Science-Fiction-Film im Juli, Valerian. Ja, Valerian, jedenfalls kommt da einer, müsst ihr mal eben gucken. Ich habe gerade hier vergessen. Ja, der heißt irgendwie mit Valerian da. Also es kommt okay. Nein, also Guardians of the Galaxy habt ihr sicherlich schon gesehen, kommt ja auch demnächst, glaube ich, im Oktober schon auf Blu-ray. Heißt Valerian. Ja, Valerian. Juli 2017 kommt der und den können wir uns dann anschauen. Valerian. Waren auch noch diverse andere, da komme ich jetzt auch drauf. Wer die allerneueste Technik beherrscht, wer auch die allerneueste Technik hat, kann ja von jetzt auf so einem Laptop, Smartphone über aufs Fernsehen streamen und kann sich dann zurücklegen und Fernsehen gucken und zwischendurch sich den anderen Film anschauen, wenn der Film, den er ausgesucht hat, nichts war. Viele Filme, die man sieht über Streaming, sind Schrott. Muss ich einfach mal sagen. Valerian habe ich noch nicht über Streaming gesehen. Gefällt mir aber schon dessen, was ich gesehen habe. Sind ja dann auch zwei Spione, beziehungsweise ein Spion, der mit dem anderen Spion zusammenarbeitet, sind eine sie, ein er. Der 129 Minuten läuft der. Ja, 129 Minuten, 2 Stunden, 9 Minuten, können wir uns, also herrlich. Also über 2 Stunden, ja. Mit Nachspann, was weiß ich, 2:20 oder so, über 2 Stunden. Schaut ihn euch an im Juli. Ich werde darüber berichten. Valerian, die Stadt der 1000 Planeten. Die Stadt der 1000 Planeten, wunderbar gemacht. Okay, ist Kunst ohne Ende. Ist richtig. Green Room ohne Ende, CGI ohne Ende. Aber Leute, sehenswert. Sehenswert wie Avatar. Avatar kommt ja auch demnächst. Und dann 5 Mal sogar. Lass uns mal überraschen. Jetzt
E8 im Dezember. Ein Jahr später, also fast ein halbes Jahr später, dann Han Solo. Und dann ein Jahr später E9. Und dann werden wir ja sehen, was uns das alles gebracht hat. Und bis dahin, schauen wir mal. Valerian, die Stadt der tausend Planeten, jetzt im Juli. Ich werde darüber berichten, ob er gefallen oder nicht gefallen. Die Mumie war nichts. Also Mumie rede ich nicht drüber. Ist sehenswert, einfach nur gucken. Sehenswert, einfach nur gucken und nicht drüber reden. Einfach nur gucken, gut ist. Ja? Und Karibien war auch okay. Einfach drüber reden. Okay, anschauen. Ab in die Liste der Filme. Aber es gibt Filme, worüber man halt nachdenken kann, wie Avatar, wie Valerian oder Galaxy, DC, Marvel. Das sind halt Filme, die Spaß machen, ne? Ja, Marvel ist ja richtig kräftig am Wirbel und die DC-Gesellschaft mittlerweile auch. Ja, Wonder Woman, ist klar. Die Perle sieht ja nicht schlecht aus, ist eine gute Schauspielerin, die hat auch viele Sachen schon gemacht. Hier Fury 6 war sehr gut im Mittelpunkt, ne? In Fury 6. Ja, schauen wir mal, was da so auf uns zukommt. Bedanke mich erstmal total, dass ihr überhaupt zugeschaut habt, Lust gehabt habt. Danke für die Kommentare und so weiter. Wie gesagt, noch einmal: Werbung für Fremde kann ich nicht machen, weil ich die Fremden ja nicht kenne. Ja, ich kann nur Werbung machen für Leute, die ich kenne. Da kann ich Werbung machen, aber die Leute, die ich nicht kenne, nicht kennengelernt habe, auf keine Art und keine Weise, kann ich keine Werbung ausgeben.